70 Kilometer pro Stunde. Das Luftkissenfahrzeug ist das einzige Verkehrsmittel, das zurzeit die finnischen Inselbewohner aufs Festland bringen kann. Die Häfen sind zugefroren, offizielle Haltestellen gibt es nicht. Die Passagiere warten auf dem Eis. Das Fahrzeug in der Frostperiode einzusetzen, war die Idee einer deutschen Reederei, die weltweit Fährverbindungen betreibt. Philipp Eckmann ist zuständig für die drei Routen, die die Deutschen hier gemeinsam mit ihrem finnischen Partner betreiben. Das Hoverkraft ist eine Verbesserung der Lebensqualität für die Insulaner. Früher brauchte man bis zur am äußersten Rand gelegenen Insel circa eine Stunde pro Weg. Das heißt, man musste 2 Stunden pro Tag aufwenden, um vielleicht einkaufen zu gehen oder einen Arztbesuch zu unternehmen. Mit dem Luftkissenboot dauert es gerade mal 15 Minuten. Der Kapitän fährt normalerweise eine Autofähre. Jetzt muss er das Hovercraft beherrschen. Das Schwierige dabei ist der Wind, starker Wind oder Schneesturm. Und die Navigation ist ein großes Problem, denn das Hovercraft ist so schnell, dass das GPS einfach nicht hinterherkommt. Ich muss sehr vorsichtig sein. Beim Start hebt sich das Fahrzeug einige Zentimeter über den Boden. Dann bewegt es sich auf einem Luftkissen, egal ob über Eis oder Wasser. Gewöhnungsbedürftig, nicht nur für die Inselbewohner. Oh ja, am Anfang hatte der Hund noch Angst, aber jetzt ist es okay. Zu Fuß zu gehen ist extrem gefährlich. Die Ostsee ist hier nicht gleichmäßig zugefroren. Auf 11 Inseln macht das Boot Station. Allerdings müssen die Passagiere sich vorher telefonisch anmelden. Die Fahrten sind kostenlos. Die bezahlt der finnische Staat. Für die Reederei ein fest kalkulierbarer Posten. Wie hoch, bleibt Geschäftsgeheimnis. Dass die Autofähre im Winter nicht fahren kann, trifft vor allem die kleinen Betriebe auf den Inseln. Auch diesen Milchbetrieb. Eckmann spricht die Sprache der Insulaner und versucht, Lösungen anzubieten. Hier in Finnland ist es so, dass man schon seine Kunden kennen muss, gerade weil wir die Inselversorgung hier sicherstellen. Und auf den Inseln leben nicht so viele Menschen, teilweise nur 10 Personen. Und so kennt man doch schon einige persönlich oder pflegt den Kontakt, damit, wenn Probleme aufkommen, wir auch besser reagieren und schnell reagieren können. Valio, ja, kenne ja. Der Milchbauer hat mit den extrem kalt gewordenen Wintern der vergangenen Jahre vor allem logistische Probleme. Wenn die ein so großes Hoverkraft hätten, dass da mein Milch-LKW draufpasst, das wäre okay. Aber ich befürchte, dass solch große Luftkissenfahrzeuge hier nicht verfügbar sind. Das Luftkissenboot kostet 120.000 Euro. Das ist preiswerter als die meisten Fähren. Abends, während der letzten Tour, ist der Kapitän als Postbote unterwegs. Kurz vor Sonnenuntergang. Gleich macht Kapitän Jari Hietjala Feierabend. Denn schon am nächsten Tag muss er zeitig aufs Eis. Schulkinder von den Inseln aufs Festland bringen.